Also ich habe für unsere Traumberufe-Serie einen Tag lang einen Schäfer begleitet. Bin ich auf die Schwäbische Alb gefahren in Baden-Württemberg. Wir hatten auch ziemlich Glück mit dem Wetter. So, es hatte die ganze Zeit geregnet. Gerade als wir ankamen, hörte es auf. Der Boden war allerdings sehr glitschig dadurch. Dazu kamen halt auch noch diese Schafe, mit denen wir unterwegs waren, die ja, scheißen halt überall hin. Ich hatte nur noch Augen für die Schafe und den Schäfer und habe da nicht irgendwie groß auf den Boden geguckt. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich bin halt echt so der Länge nach einmal in der Schafscheiße ausgerutscht und hatte mir diese ganze Hose und die Schuhe und den Rucksack irgendwie versaut. Und es war in dem Moment irgendwie recht egal, weil ich musste ja meine Arbeit machen und war da auch ziemlich alleine in diesem Waldstück, wo wir unterwegs waren. Aber ich musste abends noch zurückkommen. Ich musste noch einen Zug erwischen und da hatte ich dann schon Sorge, dass irgendwie die Mitfahrer im ICE dann irgendwie denken, was riecht denn hier so komisch? Und dann habe ich halt irgendwie noch so zum Glück in letzter Sekunde irgendwie mir am Bahnhof eine Jogginghose auf die Schnelle besorgen können, auf der Zugtoilette schnell umgezogen und dann ja, war ich auch angemessen für den ICE dann wieder gekleidet. So. Aber das war schon ein bisschen unangenehm dann so. Viele Kinder schreiben uns ja auch Briefe, meistens per Mail, auch manchmal gibt es richtige Briefe mit der Post, die ganz hübsch gestaltet sind. Und einmal bekamen wir eine E-Mail von einem Kind aus Amerika, der schrieb, dass er Roger heißt, aus Virginia ist und 92 Jahre. Und da habe ich gedacht, naja, der hat sich bestimmt vertippt. Habe ich ihm geantwortet, danke für deine Post und habe ihm seine Fragen beantwortet und so. Und dann habe ich geschrieben, aber du bist ja bestimmt nicht 92, sondern 12 und hast dich nur vertippt, oder? Dann hat er mir geantwortet, dass er wirklich 92 ist und er klang ein bisschen einsam und krank, aber trotzdem wie jemand, der sich gerne unterhält und schlau ist. Und dann habe ich angefangen, ihm von meiner privaten Adresse zu schreiben. Und daraus ist eine ganz tolle Mailfreundschaft geworden. Uns vom Urlaub erzählt und den Kindern und den Enkeln. Und wir haben uns nie kennengelernt. Das ist schade, aber es war eine tolle Zeit. Meine beste Deinspiegel-Panne ist schon ein paar Jahre her, das war 2015. Ich war mit einem Kinderreporter unterwegs. Wir hatten ein Interview geführt mit dem damaligen griechischen Botschafter und wir mussten von Berlin nach Hamburg nach Hause fahren. Leider gab es ein Problem bei der Rückfahrt. Es gab nämlich ein totales Unwetter. Damals war Orkan Niklas am Toben. Der Zug fuhr nicht die gesamte Strecke von Berlin nach Hamburg nach Hause, sondern hielt auf der Hälfte der Strecke an. Bei Wittenberge. Ich war dann ziemlich nervös, weil ich dachte, ich muss den Jungen ja nach Hause bringen. Der hat ja am nächsten Tag Schule. Nach einer Ewigkeit ging es dann wieder los mit der Zugfahrt, aber leider in die falsche Richtung, nämlich nicht nach Hamburg, sondern zurück nach Berlin. Und es war später Abend und es war klar, wir werden dann also in Berlin übernachten müssen. Es dauerte, bis wir in Berlin waren, bis ich dann ein Hotel gefunden hatte und das war ein etwas spezielles Hotel. Das war ein sogenanntes Kunsthotel. Das bedeutet, dass jedes Zimmer nach einem künstlerischen Vorbild gestaltet ist. Das Vorbild für das Zimmer von Dimitrios war das Bild Der arme Poet von Karl Spitzweg. Und auf diesem Bild sieht man einen Mann in einem sehr heruntergekommenen Zimmer. Und genau so war also Dimitrios Zimmer dann gestaltet. Die Wände waren so dreckig, vor dem Fenster hingen so Lappen mit Flecken und es war ein Regenschirm an der Decke und es sah alles fürchterlich abgeschrammelt aus. Und er kommentierte das dann mit dem Satz, ja, ich glaube, hier müsste mal renoviert werden. Und ich erklärte ihm dann, dass er also mit dem Zimmer auf sich hatte und bot ihm dann an, in meinem Zimmer zu übernachten, dass wir also tauschen könnten. Dann warf er nur einen Blick in mein Zimmer und sagte, nee, danke, denn in dem Zimmer waren Gasmasken an den Wänden, weil das sich auf ein Bild aus dem Zweiten Weltkrieg bezog. Also es war alles sehr bizarr. Wir hatten dann eine kurze Nacht in diesem verrückten Hotel und am nächsten Tag ging es endlich zurück nach Hamburg. Und ja, ich glaube, für Dimitrios war das ein großes Abenteuer. Der hatte dann nämlich schulfrei am nächsten Tag.